Okay, ich habe noch ein paar Minuten. Mal sehen, ob ich diese Welt in der Zeit schaffe. Aber ich will mich ja nicht schätzen. So, was sagst du denn? Wie findest du einen weiteren Move, Benjo? Okay. Ich mag vor allem die Musik hier. Aber auch den Rest eigentlich. Sehr, sehr, sehr gut. Da falle ich nämlich ganz gerne mal in die Lava, wollte ich schon sagen. In den Treibsand, in das Heiße. Denkt nicht, ihr könntet etwas benutzen, bevor ihr bei Bottles gelernt habt, wie es funktioniert. Ich kann ja wohl inzwischen ein paar Schuhe anziehen. Das habe ich schon gelernt. Ich bin Trinker, der durstige Baum im ganzen Land. Ohne Wasser würde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Katsui, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär. Ich brauche Wasser, dringend. Ja, man kann nicht alles mit Eiern und Federn lösen. Manchmal braucht man einfach nur Wasser. Gut. Ach, herrlich, diese Welt. Diese majestätische Musik. Diese ganze Welt. Sieht einfach schön aus. Gut. Ich glaube, ich kann sie sogar im Stück machen, oder? Ich kann direkt 100% schaffen, dann muss ich hier gar nicht mehr rein. So. Ah ja, das klappt so. Das aber nicht. Das ist immer das Erste, was ich so mache. Und ich glaube, das ist auch so vorgesehen. Nehme ich hier oben rein. Und dem Typen hier ein bisschen die Nase kraulen. Meine Nase ist ganz verstopft. Dann wollen wir das am besten nicht so lassen oder soll ich dir ein Taschentuch geben? Nasenspray? Nein. Das moderne Nasenspray sind Eier. Ey, das kitzelt. So, jetzt nochmal von hier. Da muss es gewesen sein. Gesundheit. Ich habe den Ikambukam vergessen, Mist. Kriege ich den noch? Ich glaube nicht. Schade, später mal. Oh, das ist besser. Jinx' Nase ist wieder frei. Hilfe, eine Hand! Komm doch herein. Ach, das war blöd. Ist hier an der Seite genau, da muss ich. Die darf ich nicht vergessen. Die vergesse ich nämlich allzu gerne, diese Noten hier am Rand. Dass es in Nintendo-Spielen immer so böse Hände geben muss, die einen verfolgen. Zelda und jetzt auch hier. Jam, jam, jam. Da muss man sich beeilen, weil die nicht ewig oben sind. Und auf keinen Fall vorbeispringen, das muss man den ganzen Kram nochmal machen. Falsche Seite. Shit, ich hab den Shinjo vergessen. Da muss ich nochmal hin später. Aber hätte ich wohl sowieso gemusst. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich es auch schnell genug geschafft. Hä? Ich dachte, eben ist irgendwas gestoppt. Gut. So. Wehe, ich versau das. Wow. Das war knapp. Supi. Fehlen nur noch 9. Und ein paar Noten. Schon wieder so ein Vieh. Warum? Ach, wegen Ikambuka. Na gut, den muss er natürlich schützen. Jetzt ganz schnell wieder raus hier. Und nie wieder hier rein. Und jetzt bringe ich den erstmal um. Ah, ich erinnere mich gerade. Ich glaube, ich muss doch ein Puzzleteil erstmal hier weglassen und später erledigen, weil mir noch ein Move fehlt dafür, den ich hier nicht lerne. Ah gut, dann mache ich das doch jetzt mal direkt. Dann kann ich gerade nochmal da hochgehen. Das kann man nämlich auch nur während des Fliegens erledigen. Und irgendwo ist so eine Hand, so eine aggressive, die so ein Puzzleteil beschützt. Und da kann man nur mit diesem mega schnellen Move im Fliegen das Puzzleteil da klauen. Man kann es auch irgendwie anders machen, aber ich habe es nie anders hingekriegt.
Zumindest ich weiß gar nicht mehr, wie es anders gehen soll. Ah doch, ich weiß gerade, wie es geht. Ja, ich probiere es mal aus. Ausnahmsweise anders als normal. Für mich normal zumindest. Scheiße. Was habe ich getan? Ich will nicht sterben. Geh hier raus. Ah. Hilfe. Das passiert mir so gerne mal. So, aber ich lebe noch, das ist die Hauptsache. Ist immer so knapp bemessen hier, die ganzen Sprünge. Denn man kann auch statt fliegend einfach mit dem neuen Move hier mit den Turnschuhen dann zur Hand rennen. Das müsste eigentlich auch klappen. Wo ist er denn jetzt eigentlich aufgetaucht? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe leider nicht aufgepasst. Aber ich finde den schon. Hilfe, ein Moskito, der nimmt glaube ich so viel ab. Hier bin ich auch schon das eine ums andere Mal gestorben. Das eine oder andere Leben verloren. Da ist das Kamel, da gehen wir auch noch hin später. Mist, das ist noch viel zu früh. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich suche jetzt erst gerade mal nochmal den Typen, den ich eben begonnen habe. Ah, hier ist diese Hand. Da ist er. Robber, dein feines Puzzleteil. Ah. Ja, wo? Jetzt kennen wir die Welt schon ganz gut. Da ist Buddles, aber den will ich jetzt noch nicht besuchen. Ich finde nicht... Ach, da ist er doch. Mann, Mann, Mann. Ich habe leider nicht auf die Umgebung geachtet, als er rauskam. War zu beschäftigt, euch zu unterhalten. Ich muss jetzt einfach mal ganz dezent zu vertuschen, dass ich einfach nicht aufgepasst habe. So. Na du, was auch immer du bist. Nose! No, 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 nose, nose. Ah! Hard Backboard. Ich glaube, das war Steuerbord. Ist aber scheißegal. Ah, das ist ja sehr weit weg. Wo ist das bloß? Jetzt nur genau reinkommen. Genau das Loch treffen. Aber das ist ja nichts Neues. Wo waren das jetzt? Irgendwo bei Moskito. Und der Moskito war da hinten, genau. Den haben wir ja schon gesehen. So viele Moskitos gibt es hier nämlich nicht. Aber die, die es gibt, die haben es in sich. Die sind brandgefährlich. So, und jetzt genau rein. Genau rein. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Ah, jetzt fällt mir aber doch ein, dass ich hier auf dem Puzzleteil verzichten muss. Gerade wegen diesem Fliegen-Move, mit dem man Speed bekommt. Nämlich hier. Man sieht diese Platte da oben. Da muss man dann dagegen donnern. Und das kann ich schon nicht. Da muss ich erst in Freezy Peak rein. Und in Freezy Peak selbst muss man den Turnschuh-Move beherrschen, den man hier lernt. Deswegen, man kann das gar nicht besser machen. So ein bis zwei Puzzleteile manchmal muss man einfach erst später erledigen. Das haben sie ganz absichtlich gemacht. Ist auch nicht schlimm. So, eigentlich muss ich jetzt im Moment nicht mehr fliegen. Ich hole mir lieber die Noten hier. Dab, 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 dab. So eine leere große Fläche, was kann da bloß das mit auf sich haben? So, jetzt töten wir erstmal den gefährlichen Typ. Und holen uns Hilfe, die werden von Bienen geschützt. Hände weg von meinen Honig, ihr oder ihr werdet das bitte bereuen. Nö, ich bin schneller als deine Bienen. Und die geben wir irgendwann auf. So, ich will da doch nur hoch. Da unten ist eine Flugplatte, habe ich gerade gesehen. Interessiert mich dann später, aber erst. Ah, diese Kamera. Diese Kamera. Die wackelt. So. Ich weiß gerade gar nicht, was ich als nächstes machen will. Ich gehe aber mal so weiter. Jetzt will ich erstmal. Ich habe jemanden pfeifen gehört. Ich auch, scheiße. Habe ich nicht den Ginger vergessen in der Pyramide?
Fuck. Da muss ich nochmal rein später. Mache ich ganz am Ende. Wie ich das wieder doch vergessen habe. Ich wollte es noch extra machen, aber nein. Federn kann ich gebrauchen. Und eine leere Honigwabe. Jetzt kommt die hier, genau. Ich wusste doch, dass da eine sein musste. So. Dich will ich auch noch befreien. Aus deinem Verlies. Zack, 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 zack. Oh, das wird ja noch auf Zeit gemacht. Mann, das wird ja schwer. Ganz, ganz schwer. Was war denn hier jetzt? Oh nein. Puzzeln mal wieder mit einer niemals sterbenden Mumie, die mich die ganze Zeit behindert. Was total nervig ist. Gut. Jetzt halt mal eine Weile den Kopf zu. Ah ja, ist immer dieselbe Reihenfolge. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie sie genau ist. So, dann gucken wir uns mal durch. Bleibt doch einfach offen. Ah ja. So, irgendwo gab es hier noch blaue Eier. Das ist Kazooie. Kazooie, da sind blaue Eier. Banjo. Rote Feder. Noten. Viel zu viele Sachen hier. Da ist Kazooie. Wo waren jetzt Kazooie? Hier, ne? Sehr schön. Du nervst. Wäre auch sonst zu langweilig wahrscheinlich. Wo waren jetzt die rote Feder? Hier, oder? Scheiße. Aber hier. Ah. Klappt schon. Der da. Habe ich jetzt auch voll vergessen. Ich glaube, der war hier. Richtig. Au! Ich will nicht beim Puzzleteil sterben. Das wäre ein bisschen blamagisch. Blamagisch. Zack. Der steht so schnell wieder auf. Unglaublich. Noten war da unten. Dann gibt es nur noch Banjo. Witzigerweise gerade als letztes aufgedeckt. Wie er weggeflogen ist. Lebt er nicht mehr oder was? Und das war's? Ja, okay. Weg hier. Pyramide abgehakt. Muss ich auch nie wieder rein. Gab, glaube ich, nicht mal Noten. Oh. Dann machen wir doch gleich mal diese Riesenpyramide hier. Denn meines Wissens ist die auch sehr wichtig für die ganze Welt. Denn da gibt's Wasser. Ach Mist, ich habe mit Battleson gesprochen. Okay, dann muss ich das erst machen. Lass mich in Ruhe. Du blöder Moskito. Ich bin so langsam. Genau für diese Noten hier sind diese Stiefel. Nose. Nose. Aber ich habe keine Bock jetzt, nochmal neue Stiefel zu holen. Ah, hat doch gereicht. Seht ihr, wenn ich jetzt das Puzzleteil will, haut er aber ab. Der Sack. Du bist zu langsam. Nein, du bist zu schnell. So, da ist Bottles. Bottles. Boom. Das sind echt gute Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Und er gibt mir wieder meine volle Energie. Er ist so nett. Aber angeblich wäre er nicht so beliebt gewesen, deswegen wurde er so ziemlich abgeschafft in Banjo-Tooie. Was total fies war. Dum-di-dum. So, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt mit der großen Pyramide. Ikobukam. Oh, verpasst, egal. Ich komme da ja eh später raus, dann kriege ich den. Und wenn nicht, rege ich mich auf. So.
Jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Es geht nämlich auf Zeit. Und immer schön mit hüpfen. Ja, mit hüpfen kann man ganz viel Zeit sparen. Ja, das meinte ich. Genauso habe ich das gemeint. Zum Glück hat man ja unendlich Versuche. Habe ich jetzt erwischt? Ich hoffe nicht. Helfen keine miesen Tricks. Ohne Turnschuhe. Ich habe doch Turnschuhe an. Was willst du denn? Ich will eigentlich nicht zweimal hier den Weg laufen, aber ich bin jetzt schon fast zweimal gelaufen, weil ich runtergeflogen bin. Nose. Aha. Ach shit, ich bin scheiße. Ärgerlich. Sehr ärgerlich, als ich die Platte irgendwie nicht getroffen habe, weil sie noch gedrückt war, wo die Zeit schon längst abgelaufen war. Aber es hat so lange gedauert, bis es wieder zugegangen ist, die Luke oben. Ja, nochmal die Sequenz, yay. Jetzt muss ich immerhin keine Noten einsammeln, jetzt gibt es kein Problem mehr. Ich liebe diese Melodie. Zack, 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 zack. Ey, wieso habe ich so wenig Zeit? Reicht es noch? Fuck, ey, warum ist es so schnell vorbei? Boah, das war schon null. Ich weiß gar nicht, warum das so kurze Zeit war. Wasser. Es gab doch einen durstigen Baum, der Wasser suchte. Was auch immer er in der Wüste hier zu suchen hat. Wollte mal den Kaktusen Hallo sagen. Ey, habt ihr das noch alle? Wieso könnt ihr eigentlich hier laufen, als wäre nix? Ich bin doch blöd, darum hol ich nicht einmal das Puzzleteil, dann steigt doch die Luft. Ich krieg's aber nicht hin. So. Komm, 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 komm. Ist doch nicht so schwer. Ey, ich hab keine Orientierung. Komm, danke. Hätte fast knapp werden können.